meine Lieben, hier ein neues Video von Maya558. Ich war heute während der Schulpause bei Rossmann, habe meine Schön-für-mich-Box abgeholt, die ich gewonnen habe. Wir werden die jetzt zusammen aufmachen. Ich bin schon ganz neugierig. Mal eben das Stativ zurücknehmen. Halt mal eben bitte den Deckel fest. Danke. Dann kann ich die Box aus dem Karton herausheben. Nicht, dass der Deckel abgeht. Aua, aua. So. Ich werde jetzt die Box öffnen. So sieht sie aus. Es duftet wirklich wunderbar. Es ist ein Brieflein dabei, welches ich jetzt öffne, mit Rabattcoupons, was ich sehr toll finde, wo ich vielleicht auch welche von nutzen werde. Und jetzt schauen wir mal nach. Obendrauf liegt ein Augenstyling-Pinsel von 4Beauty. Entschuldigung, das Geräusch jetzt im Hintergrund, das waren meine Katzen, die spielen gerade miteinander. Jetzt nochmal zurück zu dem Pinsel. Es ist ein Augenstyling-Pinsel aus hochwertigem Kunsthaar, der vegan ist. Das Holz ist aus Bambus. Und ja, ich freue mich, ihn auszuprobieren. Ich werde jetzt mal die Box auf Seite packen, damit ich die Sachen auch schön hier hinlegen kann. Es ist drin. Haben wir denn irgendwie eine Preisauflistung? Doch. Da steht doch eine Preisauflistung. Da steht es, was hier drin ist. Aber ohne Preise. Mhm. Also es ist keine Preisauflistung dabei. Somit kann ich euch leider die Preise nicht nennen von den Originalprodukten. Es ist drin. Styling Kreat Haarspray von Isana. Dieses Haarspray kenne ich. Ich habe es mir letzten Monat nach dem Friseurbesuch gekauft. Und ich finde es sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Somit brauche ich es jetzt im Moment nicht nachkaufen. Es ist drin eine Bodylotion von Isana, Mademoiselle Raspberry, also Himbeere, 350 Milliliter. Was ich noch sagen muss, es ist alles eine, bis jetzt alles eine Originalgröße. Das Haarspray bin ich gerade am Überlegen, da habe ich, glaube ich, 2 Euro für bezahlt. Ich meine, 2 Euro habe ich bezahlt. Den Pinsel weiß ich nicht, was der kostet. Die Bodylotion habe ich letztens gesehen, auch für ca. 2 Euro. Es ist drin eine Tuchmaske. Die habe ich jetzt allerdings bei Rossmann noch nicht gesehen. Habe ich mal beim Action gesehen, diese Maske. Es ist drin eine neutrogene Handcreme. Die kenne ich auch schon. Die finde ich auch sehr gut. Die hatte ich mal in irgendeiner anderen Box drin. Die ist sehr gut. Was sie kostet, kann ich aber leider nicht sagen. Es ist drin ein Lidschatten von Riddle. Die Marke kann ich leider nicht aussprechen. Riddle Yugon. Ja, freue ich mich halt auszuprobieren. Es ist drin ein Mascara von Icing Lashes von Rival de Loop.
werde ich mal ausprobieren. Mal schauen. Das ist die Nummer 01 Black. Dann ist da drin ein Concealer von derselben Marke wie der Lidschatten. Kleber mal abmachen. Ein Pinselchen, also ein Bürstchen, ist die Nummer 01 Natural. Es ist drin ein Darf Deo Original, die Größe 75 Milliliter. Dieses kostet 1 Euro 80, glaube ich. Ich bin mir aber halt bei den Preisen nicht so sicher. Die kann ich jetzt halt nur schätzen, weil das halt auch Produkte sind, die ich schon mal gekauft habe. 48 Stunden. Also laut Aufdruck ist es ohne Alkohol und hält 48 Stunden. Es ist drin eine Meridol Zahnpasta, die kenne ich jetzt noch nicht. Da freue ich mich, die auszuprobieren. Und worüber ich mich auch sehr freue, ist, es ist ein Parfüm drin. Ich werde jetzt dieses Parfüm auch mal öffnen. Das Parfüm ist von Michalski Berlin. Die Marke kenne ich noch gar nicht. Es ist ein neues Parfüm. Aber irgendwie riecht das ausgelaufen. Es riecht. Warte, darf ich mal riechen? Also ich bin mal gespannt. Das soll ein Duft von Blüten sein. Ein sanfter Duft lieblicher Blüten. Darf ich mal eben aufmachen? Nein, darfst du nicht. Ich will es ausprobieren. So. Ui. Also meins ist es nicht so direkt. Naja, also es riecht jetzt nicht auch doof, aber das riecht voll gut. Ist ja ist jeder überhaupt sein. Das Frauenparfüm? Ja, das ist Frauen. Hier steht's. Weiblichkeit. Ah, ja. Eine Ode an die Weiblichkeit. Das neue Parfüm von Michalski Berlin stellt die zarte Seite der Frau in den Vordergrund. Michalski Berlin 2 for Woman vereint den sanften Duft lieblicher Blüten mit verführerischer Fruchtnote und rundet diese feminine Komposition mit betörendem Moschus ab. Ein ich kann es leider nicht aussprechen. Eau de Parfum, das seine Trägerin in einem zartsinnigen Duftnebel taucht und ihre Weiblichkeit strahlen lässt. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe es ja jetzt halt nur in die Luft gesprüht. Ich werde es ausprobieren, wie es an mir selber riecht. Und ja, das war jetzt, glaube ich, der Inhalt. Ja, der ist schön für mich. Ja, auch nicht drauf. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich bin jetzt doch ein bisschen enttäuscht, dass ich die Novemberbox nicht gewonnen habe. Aber freue mich natürlich, dass ich die Oktoberbox habe. Und zu den jeweiligen Produkten habe ich Rabattcoupons, die gültig sind bis zum 31.03.2017. Ich kann die jetzt halt so offen zeigen, weil es Prozente sind nur. Ich denke mal, dass ich die auch nutzen werde. Ja, aber es ist jetzt keine Codenummer drauf, deswegen. Ja, ich finde die Box super klasse. Ich kann euch nur empfehlen, versucht auch mal euer Glück unter Rossmann schön für mich. Mein Sohn frug mich gerade, Mama, was hat dir am besten gefallen? Gute Frage. Der komplette Inhalt finde ich klasse.
Also ich finde echt den kompletten Inhalt klasse, weil was spricht dich so richtig an, was du so, weil ich kenne ja quasi bis auf ein paar Produkte kenne ich ja alle. Aber ich finde sie einfach klasse. Und was spricht dich jetzt am meisten an? Alles. Einfach alles. Ich finde einfach alles toll aus dieser Box. Und ich muss sagen, ich werde auf jeden Fall weiterhin mein Glück versuchen, wenn es die Box zu gewinnen gibt. Weil ich habe gesehen, was die komplette Box eigentlich kosten würde. Ich habe jetzt 5 Euro bezahlt, habe somit 45 Euro gespart. Weil die Kasse, wie die Kassiererin es eingescannt hat, gezeigt hat, 50 Euro. Also habe ich 45 Euro definitiv gespart. Also, somit, wie gesagt, versucht einfach euer Glück, probiert es. Heute Morgen waren noch 1045 Boxen oder 1445 Boxen, so um den Dreh, verfügbar. Versucht einfach, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, euer Glück. Es lohnt sich. Ich finde den Inhalt, wie auch schon erwähnt, super, super klasse. Ich werde alles einmal ausprobieren. Ich werde mir bestimmt diverse Dinge auch nachkaufen, wenn sie leer sind. Wie auch schon gesagt, das Haarspray benutze ich sogar momentan. Ich benutze dieses Spray ja momentan und bin so begeistert davon. Gut, die Haare kleben zwar, aber es hält das, was es verspricht. Somit brauche ich mir kein teures Markenprodukt kaufen und kann mir dieses Haarspray von Isana leisten. Ja, das war dann das Schön für mich Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentiert dieses Video. Und es wird auf jeden Fall, ich denke mal, zum Wochenende ein Video wieder folgen. Dann versuche ich endlich das Video zu drehen von der Parfümsammlung. Weil das habe ich leider noch nicht geschafft. Falls einfach so viele sind. Genau, mein Sohn weiß, wie mein Schrank aussieht. Ich kann ihn ja eventuell mal zeigen, mal schauen, überlege ich mir noch. Ich kann nur sagen, morgen kommt kein Video, weil ich morgen mit Nachmittag halt auch arbeiten muss. Und also zum Wochenende wird, denke ich mal, wenn ich es schaffe, das Parfüm-Video kommt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restabend. Viel Spaß mit dem Video. Kommentiert. Wenn ihr Lust habt, einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Abonniert Baby Bellys Kanal. Der ist nicht so öffentlich. Der ist aber noch nicht öffentlich. Der kommt aber noch. Habe ich gerade gehört. Der kommt aber noch. Abonniert das den Panda. Und den wenn ihr wollt. Und jetzt sage ich tschüss und schönen Abend noch. Tschüss.